Ansonsten habe ich keinerlei Position innerhalb der Piratenpartei. Ich bin normale Basisgurke und mache die Arbeit hier in Chemnitz und im Landesverband. Übrigens auch bei der zusammen mit dem LSVD, die uns bei unserem Programm mit unterstützt haben. Okay, mein Name ist Philipp Hartewig, ich bin 19, ich bin hier für die FDP. Durchhalten. Für die FDP. Ja, und ja, die gibt's auch noch. Ich bin in der FDP, bin bei im Landesvorstand der Jungen Liberalen und ich trete nicht für den Landtag an, aber ich bin hier, weil es ein wichtiges Thema ist und freue mich auf die Diskussion. Hallo, ich bin Petra Zeiss. Ich bin Stadträtin hier in Chemnitz für Bündnis 90 Die Grünen. Ich kandidiere für den Sächsischen Landtag. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin regelmäßig hier beim CSD. Und ja, unsere Partei hat uns schon so einiges mit dem LSVD gemeinsam gemacht. Aber da kommen wir dann vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja, hallo, ich heiße Ralf Burkhardt und ich war letztes Jahr schon hier auf der Bühne. Deswegen freue ich mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Habe mich letztes Jahr um das Amt des Oberbürgermeisters hier beworben. Bin auch dieses Jahr immer noch für die CDU hier. Adoptionsgesetzverhinderer! Ja, weiß ich nicht, ob ich das persönlich war, weil ich habe dazu nicht abgestimmt. Insofern ist das, aber Mitglied dieser Partei. Aber die Leute hören ja nicht, was hier reingerufen wird, deswegen vielleicht noch kurz zur Vorstellung. Wir haben auch ein paar enge Kontakte geknüpft im letzten Jahr im Rahmen des Wahlkampfes und deswegen habe ich auch gern heute wieder zugesagt, weil es mir schon wichtig ist, dass auch erkannt wird, dass es hier nicht um verbohrte Ansichten geht und dafür will ich eigentlich persönlich auch stehen, soll aber vor allem viele Grüße von Alexander Dirks ausrichten, der eigentlich heute hier sein wollte, aber aus persönlichen Gründen nicht hier sein kann und umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich nochmal hier Rede und Antwort stehen darf. Die einzige homophobe Partei und die hat da draußen nichts zu suchen. Ja, das ist so. Zur Toleranz gehört auch, dass man die anderen ausschließt. Ja, das ist eine Veranstaltung. Ey, der Mensch, die CDU diskriminiert Schwule und Lesben. Vielleicht können wir es erstmal, dass man miteinander und dann wieder hinterher ins Gespräch kommt. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja? Ich denke, es ist wichtig, dass alle da sind, dass alle vertreten sind. Wir sind eine demokratische Geschichte hier, ein CSD. Und da hat jeder das Recht, auch da zu sein und zu reden, natürlich. Mein Name ist Klaus Kretschmar. Ich kandidiere für die SPD, für den Sächsischen Landtag. Innerhalb der SPD gehöre ich zum Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Bildung. Jo, und ich denke, dort haben wir einiges zu tun in der Bildung, hapert es, denn sonst wären so viele merkwürdige, verkruxten Ansichten unter Jugendlichen sicherlich auch nicht so. Ja, wir arbeiten daran, dass, wenn man uns wählt, können wir vieles ändern. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch vorgestellt habt. Sachsen, das Land, wo ich einfach sagen muss, wo zwar schöne Mädchen wachsen, wo es heißt, aber auch schöne Jungs, aber wo ansonsten nicht sehr viel vorwärts geht, das muss man einfach mal so sagen. Und wenn ich mitbekomme, dass Sachsen das Land ist in allen Bundesländern, das immer noch, was die Klerigeschichte betrifft, an letzter Stelle steht und sich überhaupt nicht öffnet, dann tut mir schon das Herz weh. Und da muss ich einfach sagen, ja, da müssen wir uns den Fragen stellen, antworten und auch hoffen, dass vielleicht die Leute, die jetzt an der Regierung sind, umdenken lernen und auch neu nachdenken lernen. Unter anderem möchte ich da nochmal ein bisschen was Positives zur CDU sagen. Es gibt ja auch noch die LSU, ja, die Lesben und Schwulen in der Union. Und die haben es ganz schwierig und die Leute, die das machen, das sind ja Leute, die das aus einer Überzeugung machen, aus ihrer christlichen Überzeugung. Das ist okay, das kann man und sollte man akzeptieren lernen und akzeptieren. Aber ich habe Fragen. Und zwar Fragen, wenn jetzt Sachsen sich in die Wahl stürzt und wir eventuell eine neue Landesregierung bekommen, dann möchte ich gerne, dass unsere Parteien sich auch dazu stellen für das, was wir wollen, was wir als queere Gesellschaft, als queere Männer, Frauen, Intersexuelle, Transsexuelle an Forderungen haben. Und eine Forderung, die wir als LSVD immer an erste Stelle stellen,
und auch in unserem Wahlprüfstein als erste Stelle haben, ist zum Beispiel die Ehe für alle. Ehe für alle heißt, in vielen Staaten, zum Beispiel in den Staaten wie Spanien, Belgien, Norwegen, Niederlande, Portugal, Kanada, Südafrika, Schweden, Argentinien, Dänemark, Uruguay, Frankreich, Großbritannien und in einigen Bundesstaaten ist die Öffnung der Ehe bereits erfolgt. Warum sträubt sich Deutschland erstens dagegen und warum sträubt sich unsere sächsische Regierung dagegen? Und meine Frage an Sie, an euch als Politiker der Parteien, die sich jetzt zur Wahl stellen wollen wieder, ist einfach die, werdet ihr die bestehenden Gerechtigkeitslücken schließen und sich für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einsetzen und das vor allen Dingen auch hier in Sachsen, dass es erstmal vorwärts geht und überhaupt ein bisschen mehr passiert? Meine Frage an euch. Wir fangen am besten mit den Linken wieder an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, die Linke setzt sich halt schon lange für die Gleichstellung der Lebenspartnerschaft gegenüber der Ehe ein. Allerdings ist das eigentlich überhaupt nicht ausreichend, weil wir auch kritisieren, dass es überhaupt eine zweite Institution gibt und nicht die Ehe geöffnet wird für alle. Und darüber hinaus ist ja auch schon die Ehe ein Privileg, was man in Fragestellung kritisieren kann, weil die Beziehung institutionalisiert unter der Maßgabe, dass es eigentlich darum geht, Kinder und Familien zu fördern. Aber unserer Ansicht nach müsste genau das passieren. Es müssten Leute finanziell unterstützt werden, genau da, wo sie für Familie da sind, nämlich für Kinder da sind, für Pflegebedürftige da sind. Und das ist völlig unabhängig von ihren Beziehungen. Aber solange es die Institution Ehe gibt, streiten wir natürlich dafür, dass alle dort gleichgestellt sind. Das ist überhaupt keine Frage für uns. Bravo. Danke. Mach ruhig weiter. Ja. Liebe an sich ist eigentlich sowieso viel zu schön, um sie durch irgendwelches hinterweltliches oder meiner Meinung nach nicht zeitgemäßes Denken dahingehend zu kategorisieren und wo gleiche Pflichten übernommen werden. Und da bin ich auch bei meiner Vorrednerin, da hat man sich auch gleiche Rechte verdient. Und von daher setzen wir uns auch dafür ein, für die Öffnung der Ehe dahingehend, weil ich glaube auch wenn Herr Burkhardt da ein positives Beispiel für die CDU ist, der sich auch schon das letzte Mal gestellt hat, den Fragen, dass doch in Deutschland und auch in Sachsen für eine moderne, für eine angemessene Gleichstellungspolitik die CDU da der Bremsklotz ist und ich hoffe, dass wir dann auch nach der Wahl da Fortschritte erlangen können. Bravo! Bei den Piraten ist es so, wir zweifeln generell dieses ganze Ding Ehe überhaupt an sich an. Warum sind zwei Menschen, die dies irgendetwas unterschreiben, mehr wert als zum Beispiel drei Menschen, die sich um ein Kind kümmern? Oder zwei Männer, zwei Frauen, die sich um ein Kind oder einen Pflegebedürftigen kümmern? Oder generell einfach zusammenleben? Warum ist das mehr wert, nur weil die irgendeinen Schriebs da unterschrieben haben und vom Notar 1000 Euro drauf und dann glaube ich es? Das ist nicht mehr wert. Und die ganze Konstruktion Ehe muss überdacht werden. Ich weiß nicht, ob das möglich ist mit der CDU derzeit. Das denke ich, könnte eventuell schwierig werden. Aber ich finde, wir müssen dran arbeiten und wir müssen generell unser Denken umstellen. Die Lebensgemeinschaft an sich sollte für alle offen sein und die Lebensgemeinschaft, wie auch immer sie aussieht, sollte auch gefördert werden. Und wenn nur vier Leute sind, wenn nur zwei Leute sind, ist es trotzdem genauso viel wert. Und mal kurz zu dem Statement von der FDP. Stimmt, Herr Burkhardt ist vielleicht ein positives Beispiel, aber das, was Sie letztes Jahr gesagt haben zur Podiumsdiskussion, als Sie OB-Kandidat waren, was davon haben Sie tatsächlich getan bzw. umgesetzt? Weil ich habe nichts gesehen. Das Beste wäre Auftritt, was ich gesagt habe. Also vielleicht auf die letzte Frage, aber das ist vielleicht auch ein Stückchen weit. Ich glaube, man sollte aufpassen, dass man bei diesen Diskussionen nicht ablenkt von Themen. Weil ich habe ja letztes Jahr mich um das Amt des Oberbürgermeisters beworben, bin nicht gewählt worden. Insofern kann ich auch nichts bewegen, weil ich ja in keiner Entscheidungsposition hier war. Also kann ich auch in der Form nichts vorantreiben. Ich denke auch, dass das, was gerade gesagt wurde, Sachsen, in Sachsen bewegt sich nichts. Ich glaube schon, dass sich in Sachsen
wirtschaftlich sehr viel bewegt hat. Also Sachsen ist insgesamt ein erfolgreiches Land und das ist das. Hallo, ist das CSD? Es gibt die Rechte. Und deswegen geht es eigentlich auch darum, die Zukunft abzusichern. Und die Zukunft wird genau darüber abgesichert, dass man genau den Menschen, die diskriminiert Schwule und Lesben und alle, die queer sind. Und das macht sie bewusst, um Konservative und Rechte anzuziehen. Und dazu wollte ich mich äußern. Wir sind ja nicht auf einer Wirtschaftsveranstaltung. Sag doch mal was dazu, warum ihr uns diskriminiert. Das ist die Frage. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ein Dialog werden soll, da stelle ich mich gerne bereit dafür. Ja, aber ich weiß nicht, ob das okay ist für die anderen Leute. Die wollen ja sicherlich auch noch ein bisschen was anderes hören. Nein, darum geht's. Das hier ist nicht ein Wirtschaftsgipfel. Lasst mich doch einfach bitte mal ausreden. Ja, er spricht doch dauernd rein und schreit hier rein. Lass mich doch mal ausreden. Und mein Ziel wäre, und das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, und das ist ja wichtig, Zukunft schaffen wir nur darüber, dass wir von allen Leuten, und das heißt Vielfalt fördern und die Potenziale auch nutzen. Vielfalt und dazu gehört eben auch, alles diskriminierende Gesetze abschaffen, und das tut ihr nicht. Und das ist jetzt im Koalitionsvertrag von euch wieder verhindert worden. Und das ist die Politik der CDU, damit euch die Rechten wählen. Das ist nämlich das, was ihr wollt. Nichts anderes. Vielleicht können wir ganz kurz wirklich dich bitten, dass du erstmal wirklich hinterher mit ihm ins Gespräch kommst. Lass ihn erstmal ausreden, bitte. Weil wir haben auch einen Zeitplan, den müssen wir wirklich einhalten, bitte. Würde ich dich sehr darum bitten. Ja? Herr Burkert, Sie haben zu Ende gesprochen. Gut. Frau Zeiss, dann gebe ich es Ihnen. Oh, Entschuldigung, Petra. Ja, es geht ja im Grunde genommen um die Gleichstellung letztlich. Ich meine, die Ehe ist klar eine Institution, die ist Jahrhunderte alt und die hatte immer was mit Machtinteressen zu tun. Und irgendwo kann man auch verstehen, dass diejenigen, die ja existierende Machtgefüge erhalten wollen, natürlich ein Interesse daran haben, dass die Ehe so, wie sie heute besteht und wie sie auch kritikwürdig ist, dass das so bleibt. Und Herr Burkhardt, die Zukunft Sachsens hängt sicher nicht davon ab oder wird deswegen nicht schlechter, wenn wir eine Gleichstellung sozusagen bei allen Lebenspartnerschaften haben. Ne? Also das muss man erstmal grundsätzlich sagen. Im Gegenteil, Sachsen würde davon profitieren, Sachsen würde weltoffener, fröhlicher, bunter werden und das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Bei den Grünen, um auf die Frage nochmal einzugehen, ist ganz klar, gehört das von Anfang an zum Gründungskonsens, dass wir für die Gleichstellung und gleiche Rechte, egal in welchen Lebensformen Menschen zusammenleben, einstehen. Ich meine, ja, nicht umsonst ist im Grundgesetz der Grundsatz formuliert, dass jeder Mensch gleich ist, demzufolge hat auch jeder Mensch die gleichen Rechte und Pflichten. Und es ist heute im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr hinnehmbar, dass wir überkommene Regelungen haben, die dafür sorgen, dass Menschen, die sich zusammenschließen, auf der Basis von Liebe oder sozialer Verantwortung benachteiligt werden gegenüber Dritten. Insofern ganz klar, Bündnis 90 Die Grünen steht an der Seite des NSVD bei den Forderungen nach Gleichstellung. Das kann ich für die SPD nur bestätigen. Auch wir sind schon lange für Gleichberechtigung und Gleichstellung und Anerkennung lebenspartnerschaftlichen Zusammenleben. Wir haben in unserem heute in Leipzig beschlossenen Regierungsprogramm den Begriff aber noch erweitert, so wie hier von Piraten und Grünen auch schon besprochen. Für uns ist Familie das, und da, wo Menschen füreinander Verantwortung tragen, und das begrenzt sich also nicht nur auf Mann, Frau, Frau, Frau oder sonst wie, nein, dort, wo Menschen alt, jung füreinander Verantwortung tragen, das ist Familie, das ist das, was eine Gesellschaft ausmacht, ohne Spaltung. Dazu braucht es eine soziale Gerechtigkeit, dazu braucht es auch wirtschaftliche Absicherung, wenn hier schon von Wirtschaft gesprochen ist, und die sehe ich in dieser sächsischen Regierung nicht. Okay. Obwohl ich natürlich sagen muss, wenn ich so an die letzten Wahlversprechungen von der SPD denke, die gewesen sind, dann müssten wir ja eigentlich schon die Öffnung der Ehe haben, denn es hieß ja grundsätzlich... Ja, wenn man uns auch mit 50% absoluter Mehrheit gewählt hätte, dann hätten wir auf keinen Koalitionspartner Rücksicht nehmen müssen. Okay. So haben wir immer noch den Bremsklotz CDU am Bein, den wir leider noch nicht los sind. Dann schauen wir mal, was draus wird, vor allen Dingen auch in Sachsen. No? Meine zweite Frage, ihr Lieben, meine zweite Frage, die geht um die Regenbogenfamilien überhaupt. Ja? Wir haben ja gerade eben als LSVD wenigstens einen großen sichtlichen Erfolg gefeiert. Regenbogenfamilien, Adoption, das wisst ihr, ist immer noch nicht möglich, aber dass zumindest Ehepartner, die Kinder mit in die Ehe bringen,
das andere Kind von dem Partner adoptieren können. Das haben wir erstmal geschafft. Das ist ein einziger Stein. Jetzt müssen wir noch einige ausräumen. Meine Frage an der Stelle: Werden Sie sich um die umfassende Gleichstellung von Regenbogenfamilien im Steuer- und Sozialrecht, im Sorge- und Adoptionsrecht sowie im Abstammungsrecht einsetzen? Und wie wollen Sie das gemeinsam tun, auch hier in Sachsen? Ich würde sagen, ja. Ja, wir können das auch gerne mal tauschen, wenn ich immer anfangen muss. Können wir machen, dann machen. Tun wir vielleicht gleich die Petra nehmen und dann lassen wir die Männer. Ja, nachdem was wir alles gerade schon gehört haben, klingt es ja so, als wäre Rot-Rot-Grün eine total schöne Option für die nächste Landesregierung. Vielleicht auch gerne mit Unterstützung der Piraten, da könnte sich ganz schön viel bewegen in diesem Land. Zur SPD muss ich auch sagen, dass die CDU der Bremsklotz ist. Dazu gab es einen Mitgliederentscheid, das war wirklich eure Entscheidung. Also da kann ich jetzt nicht so viel Mitleid empfinden. Aber zu den Regenbogenfamilien, das ist ja... Also ich finde es schon sehr mühsam. Natürlich habe ich mich auch gefreut über den nächsten kleinen Schritt, der errungen wurde im Adoptionsrecht. Aber trotzdem finde ich es unfassbar, wie langsam das vorangeht und wie hart darum gekämpft werden muss. Also die konservative Seite hält es ja immer wieder unter so einem traditionellen Familienbild hoch und sagt, Kinder können nur da gut aufwachsen, wo es Vater und Mutter gibt. Und dieses Familienmodell, das Traditionelle, wird bedroht dadurch, dass es Regenbogenfamilien gibt. Das ist meiner Ansicht nach totaler Quatsch. Denn wenn man sich in seinem eigenen Lebensumfeld umguckt, dann sieht man, dass Familien so bunt wie das Leben sind. Und da spreche ich gar nicht nur von Regenbogenfamilien, sondern auch von Patchworkfamilien, von Alleinerziehenden. Und ich denke, dass es Kindern dort gut geht, wo sie geliebt werden und wo sie behütet aufwachsen, wo sie Unterstützung erfahren aus ihren Familien. Und ironischerweise, und das muss man den Konservativen einfach mal entgegenhalten, entscheiden sich in aller Regel gerade homosexuelle Paare ganz bewusst für Kinder. Da ist es sehr, sehr selten der Fall, dass da ein Unfall passiert und dann plötzlich ein Kind da ist und man damit umgehen muss. Und ich glaube, dass das eine total schöne Voraussetzung ist für Kinder, um groß zu werden, weil sie wirklich gewünscht und geliebt sind. Und wieder kann ich mich meiner Vorrednerin eigentlich nur anschließen. Ich würde ihr solltet heiraten. Auch wir möchten uns dafür einsetzen, für eine umfassende Reform und auch die Adoptionen freizugeben, auch das Sorgerecht dahingehend zu erweitern. Und ich würde noch eine Ergänzung dazu bringen, dass auch das Familienrecht, so wie es jetzt im BGB geregelt ist, gerade aufgrund zum Beispiel der Regenbogenfamilie, doch auch nochmal neu die Formulierung da überdacht werden sollte, damit das ausgeweitet wird, und dafür sollten wir es auch einsetzen. Vielleicht lassen wir die Damen noch erst zu Wort kommen lassen. Gut, regenbogenfamilienrechtliche Gleichstellung, gibt es ja was ganz Konkretes. Er hat es schon angesprochen, es hat ja vor kurzem eine Abstimmung im Bundestag zum Adoptionsrecht gegeben. Die auch erfolgreich sind und dass die gut umgesetzt werden. Also auch in unserem Bekanntenkreis gibt es zwei Frauen, die sich liebevoll um ein Pflegekind kümmern. So, und das funktioniert. Und das ist doch einfach das Wichtige, diese Geschichten auch wirklich zu sehen und zu sagen, und da müssen wir vorwärts kommen. Und dann wird es ein Stück dauern, ich glaube nicht. Das ist doch Blödsinn. Ja, ich glaube nicht, dass wir auf kurze Frist das Adoptionsrecht bekommen. Das ist der Christopher Street, der ist 50 Jahre her. Ich sage, wir kriegen es auf kurze Sicht nicht hin, dass wir das Adoptionsrecht jetzt bekommen. Ihr macht überhaupt nichts, ihr wollt nur rechte Leute fangen mit eurer rechten Politik. Und insofern glaube ich, wenn man weiterhin konstruktiv zusammenarbeitet und auch den jungen Leuten ein Stückchen mal den Raum gibt, dann wird auch viel weiter vorwärts gehen. Das ist Propaganda, das ist rechte Propaganda. Vorwürfe kommen ja gar nicht vorwärts. Das ist ja genau das Problem. Wer sich nicht einem Gespräch einfach mal stellt und versucht einfach mal... Ja, versuch doch mal was zu sagen. Bist du gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Queerleuten? Ich habe doch vorhin schon gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir Menschen ausgrenzen. Und warum tust du es? Warum bist du in dieser Partei, die das tut und die das im Wahlkampf... Weil es einfach viele der Punkte gibt. Hat in öffentlichem Fernsehen gesagt, das ist das, was... Nee, dann verstehst du einfach nicht, dass man nicht an einem Punkt komplett aufmachen kann, warum man sich einer Partei anschließt. Ich bin schwul, ja? Und ich werde diskriminiert. Und soll ich dir sagen, ich möchte nicht wissen, wie viele Schwule und Lesben es in der CDU, CSU gibt. Der Tom Haus hat es gesagt, und die werden auch nicht diskriminiert. Die versuchen genau das, nämlich über vernünftige Argumentation einfach auch mal zu versuchen, okay, die Leute mitzunehmen und nicht sich gegenseitig anzuschreien. Weil darüber kommen wir nämlich wirklich keinen Schritt vorwärts. Meine Frage an der Stelle ist einfach,
Wie? Jetzt möchte ich nochmal genau fragen. Sind Sie bereit, sich für eine Ergänzung des Gleichheitsartikels unserer Verfassung um das Kriterium der sexuellen Identität einzusetzen? Das ist eine Runde. Da kann ich nur sagen, ja, natürlich. Wir reden jetzt ungefähr eine halbe Stunde darüber, dass sich Lebenswirklichkeit geändert hat. Und die Lebenswirklichkeit der Menschen muss sich im Grundgesetz einfach abbilden. Und es ist selbstverständlich, dass man das tun muss, dass man zumindest so eine Debatte darüber anfangen muss. Das läuft ja, wenn man sich den gesellschaftlichen Diskurs anguckt, nicht so breit, wie sich der LSVD und viele andere das sich vielleicht wünschen würden. Und er hat ja recht, wenn er sagt, was läuft im Moment in unserer Gesellschaft, da läuft da eher was anderes. Wir haben eine Zunahme tatsächlich von homophoben Äußerungen, von homophoben Stimmungen. Also wenn ich an das denke, was zum Beispiel in Baden-Württemberg in Bezug auf den Bildungsplan zurzeit diskutiert wird, da stehen einem ja die Haare zu Berge. Wir haben homophobe Äußerungen in den höchsten Etagen unserer Politik. Er hat über Merkel geredet, natürlich, sie lehnt die Homo-Ehe ab. Das ist ganz klar eine Diskriminierung. Und da kann man sich das wünschen, dass der Grundgesetzartikel geändert wird. Ich stehe dazu, unsere Partei steht dazu. Aber wir wissen ja, man braucht dafür im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse zurzeit anguckt, das ist ja de facto fast keine Opposition mehr möglich mit diesem großen Block aus CDU und SPD, wird das natürlich ein schwerer Weg sein. Nichtsdestotrotz müssen wir den gehen. Und Bündnis 90, die Grünen, ist bereit dazu und stand und wird auch künftig an der Seite des LSVD stehen bei dieser Frage. Wenn man den Artikel Grundgesetz so nimmt, die Würde des Menschen ist unantastbar, bedarf es eigentlich keiner Ergänzung mehr. Denn zur Würde des Menschen gehört auch seine Wahl seiner geschlechtlichen, seiner beziehungsmäßigen Ebene, seiner Lebensform, die er für sich wählt. Und wenn ich die achte, brauche ich nicht noch besonderen Schutz. Wenn ich die Würde des Menschen als unantastbar erachte, muss ich eigentlich, wenn ich das so nehme, wie es drin steht, nicht mehr darüber diskutieren, ob ich Schwule, Lesben, Transgender, Querleute, warum ich die noch von der Gesellschaft ausschließe. Das heißt, das ist ein gesellschaftliches Problem, was in den Köpfen umgedacht werden muss. Also da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch nicht, dass es immer nur Sinn macht, darüber zu reden, was schreiben wir an gesetzlichen Normen fest, weil es steckt eine Überzeugung dahinter. Und Überzeugungen entstehen tatsächlich nur, wenn man sich miteinander befasst und einfach genau das, was wir gerade gehört haben, diese Toleranz und den Zugang zueinander findet. Und wir haben auch, was weiß ich, wir reden über Inklusion und über was wir alles reden. Ja, wo wir sagen, was ist alles Vielfalt und das, was tatsächlich vor Ort passiert, und das geht nur, wenn man es im Kleinen fördert und im Kleinen einfach lernt, miteinander umzugehen. Nicht im Kleinen, im Großen, Gesetze verändern, nicht im Skriptieren. Ja, aber Gesetze verändern nicht die Denkhaltung in Köpfen, und das ist doch genau das, wo ich gerade immer sage, das macht doch keinen Sinn, einfach immer mit einer Blockade im Kopf, und die habe ich nicht. Blockade im Kopf an die CDU. Das ist und ich habe genug Mut dazu und auch genug Zuversicht, dass ich sage, auch da wird sich etwas ändern. Was hörst du doch bis hier? Sag doch mal einfach, ob du irgendwas verändern möchtest. Ich glaube auch, dass, wenn wir das, ob wir jetzt ins Grundgesetz aufnehmen oder nicht, ich glaube, das ist ein viel größerer Prozess. Das ist einmal landespolitisch, dass man auch wirklich, wie schon gesagt, in den Schulen anfängt, mal die Lehrpläne dahingehend überdenkt, auch hinsichtlich Begriffen wie Toleranz, dass man die Lehrer dafür sensibilisiert für das Thema. Aber ich glaube, dass wir auch vor allem bundespolitisch bei so vielen Gesetzen da einen Nachholbedarf haben. Angefangen von steuerrechtlichen Fragen, gerade wenn ich jetzt an die Grunderwerbssteuer denke, da hat, glaube ich, die Große Koalition nur die Freibeträge, aber nicht die Steuersätze angeglichen. Dann Embryonenschutzgesetz, Zensum, Samenspende gibt, Adoptionsrecht, Sorgerecht, Familienrecht. Allgemein, das ist so viel, wo noch Handlungsbedarf besteht, und da bin ich dafür, dass wir erstmal dort konkret handeln und die Diskussion für das, was in Köpfen ankommt, ob wir das im Grundgesetz als Begriff brauchen, jetzt da nicht ganz so relevant sind wie die einzelnen kleinen Maßnahmen, die das Ganze dann voranbringen.
Ich bin komplett anderer Meinung als hier der Herr von der SPD oder FDP. Seien wir doch mal ehrlich, wenn es nicht irgendwo steht, wird es nicht akzeptiert. Ja, wir brauchen diesen Grundsatz, diese Änderung im Grundgesetz. Wir brauchen es, weil wir es alleine sonst nicht hinkriegen. Es muss irgendwo stehen, damit wir damit argumentieren können. Das ist es. Soll sie Bundeskanzlerin werden? Ja! Bitte. Ja, ich finde es auch ein bisschen absurd, zu sagen, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte und deswegen brauchen wir keine gesetzlichen Änderungen. Ich glaube, beides muss Hand in Hand gehen, sonst wird nichts funktionieren. Also natürlich reicht es auch nicht, die Gesetze zu ändern. Dadurch wird sich die Haltung der Menschen nicht ändern. Aber auch da finde ich es ein bisschen absurd, Wenn sich jetzt jemand von der CDU, ich will jetzt hier dieses CDU-Bashing nicht weiter vortreiben, aber es stört mich tatsächlich, sich hier hinstellt und sagt, wir müssen den gesellschaftlichen Diskurs vorantreiben, aber wenn man sich halt den Haushalt anguckt, dann gerade Vereine und Initiativen, die sich dafür einsetzen, für gesellschaftliche Veränderungen und gerade auch im Bereich von Homo- und Transphobie, nicht ordentlich ausfinanziert sind und nicht mal Mehrjahresförderung haben und mit halben Stellen rumkrepieren, das sind doch genau die Leute, die daran arbeiten, dass sich in der Gesellschaft was verändert und grundlegend Menschen nicht nur toleranter werden, sondern einander auch akzeptieren. Und natürlich kann ich mich auch hier hinstellen und sagen, ich habe eine Utopie von der Welt, in der die Frage nach sexueller Identität vielleicht noch so wichtig ist wie die Frage nach der Augenfarbe. Ja, ich habe die Utopie, ich will auch, dass unsere Welt so wird, aber sie wird auch nicht von alleine so und ich glaube, dass wir alle daran arbeiten müssen und dafür sind Vereine und Initiativen wichtig und die müssen gefördert werden und genauso wichtig ist aber auf der anderen Seite die gesetzlichen Regelungen. Danke. Wie sieht's aus mit einem Aktionsplan? Was halten Sie davon, was haltet ihr davon? Und zwar einen Aktionsplan zur Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bi und Trans und Intersexuellen. Das wäre mir eine ganz wichtige Geschichte. Also wenn ich daran denke, dass zum Beispiel Homophobie und Transphobie sind immer noch in unserer Gesellschaft ganz groß. Ne? Es kommt immer noch zu Übergriffen, zu rassistischen Anfeindungen, Fremdenfeindlichkeit, zu Antisemitismus. Ne? Und wir haben es gerade jetzt erst in Chemnitz erlebt, als wieder die Rechten aufmarschiert sind und wir tatenlos eigentlich dazugucken mussten und von Weitem nur rufen konnten. Das fand ich furchtbar. Hallo, und wir tun nichts. Wie sieht's denn da aus mit einem Aktionsplan? Wie denken Sie darüber? Wie denkt ihr darüber? Muss was getan werden? Ja, Heilung, CDU-Mitgliedschaft, abbrechen bei der Krankenkasse. Also ich sage nur, die Frage kann ich ja nur mit Ja beantworten. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Und in einem Aktionsplan, da stehen halt kleine Schritte drin und Zwischenziele, die man erreichen will. Und das ist ganz entscheidend. Und all das, was hier der Tom Haus beschrieben hat, genau diese Dinge, wie man einfach feindlich sich gegenübersteht, das kann nicht sein. Und so kommen wir auch nicht vorwärts. Und deswegen stehe ich niemandem feindlich gegenüber, feinde auch niemanden an. Und das versuche ich auch allen zu transportieren. Und insofern fühle ich mich ganz persönlich. Das war nicht eine Feindung. Nein. Und deswegen fühle ich mich ganz persönlich auch ein Botschafter dieses Geistes. Und deswegen stelle ich mich auch hier oben auf die Bühne hin und bin überzeugt davon, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen oder die mich auch kennengelernt haben, das sind auch einige andere hier unter den Leuten, die wissen das schon richtig einzuordnen. Und ein Rufer im Wald ist vielleicht auch nicht immer der, der die Meinung aller vertritt. Ein Aktionsplan ist, denke ich, ganz wichtig, den muss man durchsetzen, weil in unserer Gesellschaft der alltägliche Rassismus immer noch vorhanden ist und dieser Rassismus schließt eben auch Homophobie und Transphobie ein und ist immer unterschwellig. In der Grundschule schon beginnt, gibt es solche Bemerkungen, schwule Sau, Kinder wissen manchmal gar nicht, was sie sagen, dass wir also diesen Aktionsplan unbedingt brauchen, ist an vielen Sachen zu sehen, damit ein Umdenken im Kopf passiert, mit Schritten, Step by Step, und es wird viel Zeit brauchen. Wir werden Homophobie und Transphobie nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren aus unserer Gesellschaft verbannt haben. Wir
Wir werden es aber auch nicht verbannen, indem wir jetzt einfach immer kleine Schritte tun, damit ja niemand überfordert wird mit der Gleichberechtigung. Ja, bravo. Ich kann Ihren Punkt verstehen. Sie verlieren ja Ihre Wähler, wenn Sie jetzt sagen, wir schmeißen alles um. Und darum geht es doch hauptsächlich, damit Sie wieder in die Regierung kommen, damit Sie bestimmen können, wie es hier in Sachsen weitergeht. Insofern kann ich Sie verstehen. Aber diese kleinen Schritte reichen nicht aus. Und ich finde es bemerkenswert, wenn Sie sagen, kleine Schritte und wir müssen die Vereine unterstützen. Und dann ist so ein Verein wie der LSVD, der sich kein eigenes Büro leisten kann. Dann ist so ein Verein wie der Different People, Verein hier in Chemnitz, die ehrenamtlichen Helfer bei der Transberatung nicht bezahlen kann, der ihnen nicht mal eine Aufwandsentschädigung geben kann für die psychische Belastung, die sie hier eingehen. In Dresden ist das möglich, in Chemnitz nicht. Von Rosalinde in Leipzig redet man lieber gar nicht. Und wir haben da Menschen, die sich ein Jahr hinsetzen und für uns etwas tun und schmeißen die jährlich raus, weil die Förderung ausläuft. Das heißt, sie kriegen nicht mal ein Jahr voll, um Hilfe vom Arbeitsamt zu bekommen. Und das machen wir jährlich. Irgendwann verlieren wir diese Menschen, egal wie engagiert sie sind. Und so kann es nicht weitergehen. Und da helfen keine kleinen Schritte, da ist der erste Schritt die volle Finanzierung. Es geht nicht um einen kleinen Schritt, es geht um verdammt viel Geld. Und da zögern sie. In einem Haushalt, der viele Milliarden umfasst, ist diese Förderung ein kleiner Schritt. Und wie gesagt, ich komme gerade vom Landesparteitag aus Leipzig. Wir haben in unserem Regierungsprogramm, weil wir Regierungsbeteiligung wollen und weil wir uns daran und unsere Glaubwürdigkeit daran messen lassen wollen, haben wir die Förderung von Vereinen mit aufgenommen. Und dieses nicht streichen, weil das ein ganz wesentliches Element ist von Gleichberechtigung und Gegenspaltung in der Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass wir das in einem Aktionsplan auf jeden Fall machen sollten. Und ich verstehe natürlich das Argument, dass man das nicht über die Köpfe der Menschen hinweg einfach politisch entscheiden kann. Aber ich glaube auch, dass Politik eine total große Signalwirkung hat und dass es auch die Aufgabe von Politik ist, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und dann muss man halt wirklich auch mal mutig sein und auch mal neue Wege gehen. Ich glaube, sonst hat sich noch nie irgendwas verändert. Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass es nicht reicht, einen Aktionsplan zu machen, sondern wichtig ist, den auch umzusetzen und ihn vor allem auch finanziell zu untersetzen, damit er funktioniert. Also ich habe selbst viele Jahre, fast 10 Jahre im Rahmen eines UN Aktionsplans bei einer NGO gearbeitet. Ich habe 10 Jahre Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Gewalt gemacht hier in Sachsen. Ich kann viele Geschichten erzählen über das, was man vor allem auch in ländlichen Räumen erlebt. In den Großstädten ist das immer noch nicht ganz so dramatisch, aber wenn man da aufs Land geht, ins Erzgebirge oder so, ist das noch wesentlich schwieriger zu leben als in einer Großstadt. Das ist das eine. Dass Homophobie, Rassismus, Antisemitismus sehr weit verbreitet sind, dem kann ich nur zustimmen, Tom Haus. Ich meine, ich muss einen kleinen Wermutstropfen trotzdem auch mal hier in die Euphorie der Piraten gießen. Es ist keine Partei davon sozusagen gefeit, auch bei euch gab es da durchaus Mitglieder, die mit solchen Äußerungen oder mit solchen Geschichten zunächst bei euch zumindest Aufnahme gefunden haben. Also so viel Wahrheit muss auch sein. Weiter muss ich natürlich sagen, wenn wir über den Aktionsplan sprechen, dann denke ich, brauchen wir zwei, mindestens zwei. Wir brauchen einen, der absichert, dass jeder, der in, sage ich mal, Politik geht, sei es auf Landes- oder Bundesebene, vielleicht zunächst mal ein Seminar zu diesem Thema besucht. Das wäre Bildung, sage ich dem Kollegen von der SPD mal im allerfeinsten Sinne. Und das würde vielleicht auch vielen, vielen Abgeordneten von der CDU mal gut tun, wenn sie sich überhaupt mit diesem Thema befassen würden und dort auch mit Leuten, die was von der Sache verstehen, mal ins Gespräch kommen. Was die Finanzierung hier in Chemnitz anbelangt, wir haben einen lokalen Aktionsplan hier in Chemnitz. Die Stadt Chemnitz gehört zu den wenigen, die tatsächlich eigenes Geld anfasst. Das heißt, 90.000 Euro stellen wir bereit als Kofinanzierung für den Bundesaktionsplan.
Dass das Geld natürlich nicht ausreicht, das stimmt. Ich kenne das Problem mit Different People. Die Vereinschefin von Different People sitzt ja auch im Chemnitzer Stadtrat. Und wir versuchen dort schon eine breite Front sozusagen zu schaffen, dass diese Finanzierung auch sicher ist. Und trotzdem sage ich, um nochmal den Sack vielleicht ein bisschen zuzubinden zu vorhin, wir brauchen beides. Wir brauchen die gesetzlichen Änderungen und wir brauchen die Aktionspläne, die letztlich dazu führen, dass dieser gesellschaftliche Diskurs auch im Gang bleibt. Schönen Dank. Schade, dass da der LSVD, jetzt auch hier der CSD, von dem Geld des Aktionsplans hier aus Chemnitz noch nichts gesehen hat. Wir haben einen Antrag gestellt, schon das zweite Jahr abgelehnt. Ist nicht so das Problem. Wir haben das Ganze gestemmt mit 3.000 Euro, damit Sie mal wissen, was das uns hier kostet. Und davon sind wir froh, dass uns Bruno Banani und viele, viele andere hier unterstützen. Und viele, viele Privatleute, die uns hier einfach Geld geben. Und dass wir diesen Tag hier gemeinsam miteinander erleben dürfen. Das ist erstmal eine wichtige Sache. Ich habe hier seit Jahren einen Stammtisch, den wir hier als LSVD-Stammtisch haben, wo sich auch viele Ältere, also unser Ältester war über 80 gewesen, die haben zum Teil auch erlebt noch die Zeit der Nazis, wo der Paragraph 175 ja nur wieder ins Leben gerufen wurde. Und wie alle wissen, ist der ja relativ spät auch gestrichen wurde. Und da muss ich einfach mal die DDR ein bisschen als Vorreiter reinbringen. Die hat sogar noch eher gestrichen wie die Bundesrepublik. Das ist ja so eine tolle Geschichte. Das Einzige, was mich einfach annervt und immer wieder irgendwo fertig macht, dass diese Leute, die damals verurteilt wurden, in dem Paragraphen 175, weil sie einen Mann, eine Frau oder irgendjemanden geliebt haben, immer noch nicht rehabilitiert worden sind. Diese Leute sterben mit dem Makel, dass sie im Gefängnis waren, verurteilt wurden und selbst das ist bis heute noch nicht erledigt worden. Meine große Frage an der Stelle ist, setzt ihr euch dafür mit ein, auch hier von Chemnitz oder im Landtag dann später, dass diesen Leuten endlich Gerechtigkeit widerfährt und dass diese Leute endlich rehabilitiert werden? Das ist für mich, denke ich, eine der wichtigsten Fragen an diesem Tag. Bei der CDU heißt die Antwort nein. Gut, dann fange ich gleich mal an. Ich würde noch eine Zahl vielleicht dazu sagen, weil damit alle wissen, welche Anzahl sich handelt. Zwischen 1949 und 1969 wurden in Deutschland 50.000 Männer deswegen verurteilt. Also es ist schon eine große Anzahl und 74.000, ich habe gestern nochmal nachgelesen, aber ist auf jeden Fall viel zu viel und es wurde bisher bei der Aufarbeitung viel zu wenig gemacht. Das betrifft einmal Entschädigungen und zum anderen auch eine Wiederaufnahme dahingehend und deswegen ist es wichtig, dass sich dafür einzusetzen und da es so eine hohe Anzahl ist, können Sie auf jeden Fall mit unserer Unterstützung bei dem Thema rechnen. Bei uns steht das auch im Wahlprogramm, wir haben die Forderung auch schon lange, mich treibt das wirklich auch um, ich finde es unerträglich und noch viel unerträglicher fand ich die Äußerung Ihres Parteikollegen, das musste ja jetzt gesagt werden, dessen Namen ich verdrängt habe, Sie wissen den wahrscheinlich, aus Bayern, der ja auf Facebook gepostet hat, dass er in Frage stellt, ob das ein Grund zu feiern ist, dass der Paragraph 175 seit 20 Jahren abgeschafft worden ist. Ich war dann wieder erleichtert, dass es da schon eine große Medienaufmerksamkeit gab und dass sehr viele sehr scharf verurteilt haben. Ehrlicherweise muss man sagen, auch aus der CDU. Aber trotzdem also ist es unfassbar, dass, also das finde ich wirklich verhöhnt, diese Menschen dermaßen, die immer noch nicht rehabilitiert worden sind, die immer noch mit diesem Makel leben müssen und keine Entschädigung erhalten haben. Und dann stellt sich jemand dorthin und stellt das noch in Frage. Das hat mich unfassbar aufgeregt. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich verstehe einfach nicht, warum sie noch nicht rehabilitiert wurden. Ich verstehe es wirklich nicht. Es wird von mehreren Seiten anerkannt, dass dieses Gesetz absoluter Strutz war, dass das Unrecht war, dass diesen Menschen ein absolutes Unrecht an ihnen begangen worden ist. Sie wurden eingesperrt dafür, dass sie jemanden geliebt haben. Das ist doch Wahnsinn. Und dann wird es nicht anerkannt und sie werden nicht rehabilitiert. Und das heißt nicht bloß, dass sie Geld bekommen, das heißt auch, dass ihnen geholfen wird, mit den psychischen Schäden fertig zu werden. Denn das ist es ja auch, da wird ja auch nicht geholfen. Die sind jetzt da und man wartet praktisch, dass sie alle wegsterben, damit man sich nicht drum kümmern muss. Und Entschuldigung, der kleine Ansatz, Sie scheinen ja meine Partei besser zu kennen als ich, Frau Zeiss, aber wir schmeißen solche Leute, die homophob sind, einfach raus. Ja.
Frage, was die Frage des Paragraph 175 Strafgesetzbuch anbelangt. Ich meine, 1994 ist der beseitigt worden, da gab es schon lange keine DDR mehr. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Es ist in eine ganz BRD. Klare Forderung unserer Partei, die sich immer eingesetzt hat für die Abschaffung seit ihrer Gründung in der damaligen Bundesrepublik. Es reicht aber nicht sozusagen nur zu entschädigen, sondern was wir brauchen, ist auch eine vollumfängliche Rehabilitation. Das heißt, es muss aufgearbeitet werden, die Urteile müssen aufgehoben werden. Und das verstehen wir unter vollständiger Rehabilitation. Und da würde ich auch dafür werben, dass das viel mehr tun. Ja, natürlich, die Rehabilitation ist ganz wichtig. Und vielleicht können wir uns von hier aus, vom Chemnitzer Christopher Tite, eine Initiative starten, und zwar eine Online-Petition an den Bundestag, dass die Rehabilitation auf den Weg gebracht wird. Das wäre ein gut, aktives ja. Zeichen. Doch. Das ist aktive das Politik ist auch ein Applaus wert. Für die Menschen. Lasst uns dies anpacken, lasst es uns parteienübergreifend tun. Es ist soweit Zeit, sind die alle tot. Also ist doch Blödsinn. Es ist doch typisch SPD auch irgendwie. Ihr bringt es auf den Weg. Das dauert doch Jahre. Eine Petition geht ganz schnell. Du siehst, hast das bei der Petition gesehen? Ja, ne? Online-Petition, 50.000 Unterschriften bundesweit. Und dann muss das aufs Tableau. Okay, also machen wir das heute noch. So, und auch ich würde mich da beteiligen. Übrigens, ihr seid in der Regierung, und ihr müsst gar keine Petition machen. Die SPD ist Teil der Regierung, ihr müsst keine Bitte Petition machen. Bitte ausreden lassen erst. Ihr könnt einen Gesetzentwurf machen mit der CDU, morgen. Wie wär's denn damit? Die SPD ist Regierungspartei. Hallo, weißt du, welche Partei du bist? Also Rehabilitation ist ganz wichtig, auch in dem Bereich, denke ich. Und deswegen gibt es dieses Gesetz nicht. Ja, ist so. Also Rehabilitation halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, nur dann, wenn man so ein Thema, und das haben ja viele andere auch gezeigt, wo über Rehabilitation auch nachher Dinge wieder gerade gerückt wurden, nur wenn man das insgesamt aufarbeitet, das heißt, da hilft es ja nicht nur, wie Sie es auch gesagt haben, Frau Zeiss, ne, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, und Leuten finanzielle Unterstützung zu geben, sondern es geht auch etwas um was Moralisches und dann zu sagen, das war nicht richtig und was sind Menschen auf falschen Hintergründen verurteilt worden und das gerade zu rücken und für alle Zeit und dann für die Zukunft dann auch zu tilgen ja, aus den Büchern. Ne? Und deswegen denke ich, das ist ein Punkt, der durchaus wichtig ist. Ja, wichtig. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, bei euch, dass ihr überhaupt hier bei mir war. Das ist doch noch mal ein Applaus wert. Hinterher könnt ihr gerne unten diskutieren. Ja. Nee, gibt hier, habe ich nie gesagt. Nein. Vielen herzlichen Dank. Ihr könnt hinterher gerne noch unten diskutieren. Hier unten. Warum denn nicht? Also die Parteileute kommen jetzt runter und stellen sich natürlich auch zur Diskussion, überhaupt keine Frage. Ne? Und dann werden wir hier im Miteinander weitermachen in unserem Programm. Allerdings möchte ich gerne nochmal aufrufen, wir wollen gerne nächstes Jahr hier in Chemnitz wieder einen CSD machen. Und wir brauchen dringend Leute, die mitarbeiten, mit dabei sind, das mit unterstützen. Ihr habt ja vor uns mitbekommen, wir haben das Ganze jetzt hier gestemmt mit gerade mal 3.000 Euro, die wir also auch von Hauptsponsoren bekommen haben. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne hier bei uns melden. Und damit es einen dritten CSD hier in Chemnitz geben kann im nächsten Jahr,